dachte mir, wir fangen an mit einer kleinen Schnellfragerunde, um so ein bisschen reinzukommen. Ja. Okay, Jordi, sag an, Kindheitscrush. Lara Croft. Momentaner Lieblingssong. Montez, Weltmann mit dem Mond. Date mit welchem Celebrity? Kehlani. Hot Girl Summer oder Winter? Hot Girl Summer. Mhm. Meistbenutztes Wort im Moment? Cringe. Meistbenutztes Wort davor? Vor dem Vor Ding? Cringe? Vor Cringe? Vor Cringe? Texu. Ist kein Wort, ist ein Zweier, aber... Ja. Lass ich durchgehen, Sehr gut. Das Beste am Rappen? Mein Fans love support. Das Schlimmste am Rappen? Neid, Missgunst. Okay, du hast bestanden. Sehr gut. Damit sind wir bei Teil 2 vom Interview. Und zwar würde ich gerne mit dir über ein Interview reden, was letztens von dir viral ging auf Social Media. Es hat auf YouTube auch irgendwie unnormal viele Klicks. Auf TikTok. Genau, das war ein Interview zum Pride Month. Und da wurde sich sehr viel darüber lustig gemacht, dass du Denglisch redest. Ja. Viele wissen das, glaube ich, nicht. Du bist zweisprachig aufgewachsen. Ja, es ist so wie meine Muttersprache. Das heißt, ich mache das nicht, weil ich mir denke, ich mache das jetzt, sondern es kommt aus mir raus, weil ich manche Sachen auch nur so anders ausdrücken kann. Es kommt einfach so, ich rede so. Ja, ja, denkst du auch so ein bisschen. Ja, ich kenne das von Englisch. Zu Hause halt. Ja, deswegen, voll. Ja. Okay, was mir dabei so ein bisschen aufgefallen ist, es ist ja nicht irgendwie eine neue Sache, ein bisschen Englisch zu sprechen. Wenn ich so ein bisschen an frühere Rap-Geschichte denke, so in Richtung Moneyboy, ne? Bei Moneyboy, das ist sein Markenzeichen. Bei ihm ist das cool und fresh und gar kein Hate an dem Boy. Wir lieben den Boy. Ja. Aber warum... Was denkst du, woran liegt das, dass das bei dir so negativ wahrgenommen wird und bei ihm zum Beispiel sehr positiv? Es ist erstens, dass ich eine Frau bin. Es ist zweitens, dass ich einfach anecke. Und ich glaube, das meiste ist immer so, einer hatet, dann haten fünf. Und dann sagen 10 Leute dasselbe. Mhm. Verstehst du? Ja. Sie sehen so 10 Leute, schreiben ein und dasselbe Kommentar und auf einmal machen es alle. Ja. Und es ist einfach so, okay, jetzt einmal mit sein. Und dann kommen so Leute dazu, die haben dich von Anfang an nicht gemocht, aber jetzt haben sie nochmal einen Grund, weil jetzt machen es alle und dann wird die Blase immer größer. Jetzt ist es cool, dich zu haten. Ja, genau. Genau. Wenn es cool ist, dann alle. Okay, aber du sagst auch schon, es liegt auch schon ein bisschen daran, dass du generell Frauen hast. Ja, safe. Okay. Ja gut, das passt nämlich. So ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. Und zwar ging es ja auch in dem Interview ein bisschen um Astrologie. Du hast ein bisschen darüber geredet und dann kam dieses Triple R-Sign-Meme, wo sich ja auch ein bisschen größere Rapper drüber lustig gemacht haben und auf Social Media, bla bla bla. Und es geht ja alles nicht wirklich um Kritik. Es ist ja schon einfach, sich lächerlich machen darüber. Und ich meine, Astrologie ist so ein Thema, das jetzt vor allem so in den letzten Jahren, ja auch vor allem bei jungen Mädchen, bei jungen Mädels einfach irgendwie in Aufschwung gekommen ist, auch durch TikTok, durch soziale Medien und einfach, weil es auch Spaß macht, oder? Also so Spaß macht ja auch einfach Spaß. Und wie hast du das wahrgenommen und warum denkst du, es ist als junges Mädchen so viel schwerer, ernst genommen zu werden? Warum macht man sich über alles lustig, was Teenager-Mädchen also mögen? Also ich habe das so wahrgenommen, also ich verstehe das halt irgendwie gar nicht, weil also was ist daran jetzt so lustig? Und irgendwie ist der Witz jetzt auch raus, so Leute schreiben das immer noch. Ich denke mir, okay, wir haben jetzt einmal drüber gelacht, manche Kommentare fand ich auch witzig, hahaha, ja, okay, keine Ahnung, aber irgendwie ist es so, Es ist so, das ist so ein bisschen so Deutschland-Humor, finde ich irgendwie. Es ist so ein bisschen, das finden nur hier Leute lustig. Okay, so, weißt du, es ist so, Okay. Triple R sein, haha. Wo ist der Witz? Also, okay. So, keine Ahnung, was die meistens nicht verstehen, damit keine Berührung haben oder sich denken, ja, nur weil ich jetzt das sterbe. Aber es ist viel mehr komplex. Das Interview war mehr so oberflächlich. Eigentlich haben wir nur so Jokes gemacht und es war eher so funny gehalten, so, weißt du. Aber dann sind da Leute halt so raufgestürzt. Ja, okay, meine Güte, dann macht's halt so. Schlechte Promo ist auch Promo. Ist immer noch Promo. Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie nichts Neues, dass so ein bisschen die Interessen von Teenager-Mädchen immer ins Lächerliche gezogen werden. Safe. Wir haben das irgendwie so bei Twilight gesehen, Boybands, Make-up, whatever, alles, wofür man sich irgendwie interessiert. Ja, manchmal denke ich auch, dürfen Frauen atmen, weil es ist immer so, was darf man die auch? Nägel und oh mein Gott, und wenn Frauen das und das machen und wieso tut ihr das? Und wenn Mädchen sich so, wenn das und das sagen und ich bin so, okay, darf ich nur existieren oder ist es so verboten? Ja. Voll. Du hast auch letztens in deiner Instagram-Story schon mal angesprochen und auch jetzt in deinem letzten Song, Sterne unterm Dach, guter Song, by the way. Danke. Hast du auch schon anklingen lassen, dass es dich eigentlich mittlerweile relativ kalt lässt, wenn Leute sich über dich lustig machen. War das schon immer so? Weil wenn ich jetzt zurückdenke, ich irgendwie mit 17, 18... Ich wirklich gar nicht. Also ich finde es halt, wie gesagt, stellenweise lustig oder ich nehme es halt gar nicht wahr. Es ist so... Genauso wie Love und so, schwimmt es einfach so mit. Ich gehe da einfach so mit, aber ich konzentriere mich gar nicht darauf und bin so, oh mein Gott, wieso machen das die Leute jetzt? Okay, mal drüber nachdenken. Vielleicht sollte ich das und das ändern. So. Ich bin einfach nur so, ja, okay, und dann ist es jetzt halt mal wieder so, 4 Wochen später ändert sich auch wieder niemand daran. So, es ist so, ja. Also die Leute sagen immer so, das Internet vergisst nie. Und das ist auch teilweise wirklich so, aber
die Leute verstehen gar nicht, es ist so on to the next. Manchmal passiert so ein Skandal und alle sind so, und dann so 3 Wochen später, niemanden juckt's mehr und das ist eigentlich voll traurig. Aber ich bin immer so, ja, okay, dann sitzen wir jetzt diese Triple R Scheiße halt aus und dann, ja, keine Ahnung, nach 5 Wochen kommt dann noch so 3 Leute und so, ja. Ja, da sind wir dann wieder beim niemals endenden Joke, wo man sich denkt, ja, ja, oder, ist doch jetzt langsam reicht, oder? Okay, und trotz der Memes und Hürden, die man dir gestellt hat und über dich gemacht hat, hast du dir jetzt doch auch schon einen ordentlichen Namen gemacht in deinem sehr jungen Alter noch. Wie geht das als 18-Jährige, 19-Jährige in einem männerdominierten Business? Ich meine, du hast angefangen mit was, 16? Ja, 15. Mit 15? Ja. Als, du wirst doch als 15-Jährige, wirst du ja schon nicht von 16-Jährigen ernst genommen. Wie wirst du da ernst genommen in einem Business? Ich glaube, das ist meine Art. Die haben mein Alter gar nicht gesehen, sondern nur das, was ich bin und so. Und ich glaube, voll viele vergessen auch manchmal mein Alter und behandeln mich dann so und erwarten auch Sachen von mir, die so eine ältere Person ermachen würde, weil die das einfach nicht sehen, weil mein Auftreten mein Alter einfach so in Schatten stellt. Mhm. Ja. Was denkst du, woran das liegt? Wenn du sagst, dein Auftreten? Ich glaube, es ist einfach die Art, wie ich bin. Und was ich ausstrahle und nach außen bringe und wie ich rede. Ja. Aber nice, ja, okay. Ja. Und wenn man sich jetzt mal gerade so ein bisschen die Tendenzen im Deutschrap anguckt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das Gefühl, Deutschrap wird auf jeden Fall jünger und Deutschrap wird auch weiblicher. Ja. Aber es wird selten jung und weiblich. Zumindest habe ich die Wahrnehmung, dass man kaum junge weibliche Rapperinnen hat in der deutschen Bubble. Woran liegt das? Was denkst du? Angst, denke ich. Angst wirklich sehr viel oder dass sie es nicht schaffen oder ich glaube, manche denken sich vielleicht auch so, ja, aber Deutschland hat doch schon den und den. Mhm. Ja, dann würde ich ja jetzt wieder dasselbe machen, aber darum geht es ja auch irgendwie gar nicht. Jeder macht es ja irgendwie auf seine Weise. Mhm. Ja, ich glaube, es liegt oft daran. Oder halt, dass sie denken, ja, so viele Männer, bla, ja. Und was wünschst du dir gerade für das aktuelle Deutschrap-Game, wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest? Oh, immer noch mehr Support. Ich sag das auch in jedem Interview. Ich sag immer, bitte mehr Support, mehr zusammenhalten, einfach untereinander die Kunst supporten und so. Okay, wenn man es nicht feiert, muss man nicht. Aber einfach ein bisschen mehr bitte zusammenhalten. Mhm. Auch untereinander Männer und Frauen. Nicht immer dieses Schießen oder nee, supporte ich nicht, weil dann wird der größer als ich und so. Ich hasse das alles. Also würdest du schon sagen, ist ein krasser Konkurrenzkampf? Unnormal. Mhm. Aber ist es kein Wettbewerb? Also für mich ist es nie ein Wettbewerb. Es ist so, wir machen alle unsere Musik, mach dein Ding. Ich mach mein Ding fertig so, wenn ich es krass finde, poste ich's. Oder so Liebe zeigen einfach, aber immer dieses Nee und so. Ich mag sowas gar nicht. Okay, also du bist auch eher immer Team Love, Support. Immer Love, immer Love. Okay, sehr das gut. War's. Danke dir. Ja, ich freue mich total, dass ich das machen durfte. Geil, danke dir für deine Zeit. Und danke an die TipCon und alles andere.